Servus Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute sind wir wieder am Erbachklamm, wie versprochen vom ersten Teil. Jetzt gibt es Teil 2. Der Klamm sind wir schon halber durch. Den filmen wir jetzt nicht noch rum, den habt ihr ja jetzt schon gesehen. Und am Grillplatz geht's weiter. Wenn ihr Lust habt, geht noch mit. So, am Rastplatz angekommen, am Erbachklamm, diesmal wieder nicht allein, wer ist dabei? Hallo. Hallo. Die Waldfee war gerade beschäftigt und? Hallöchen. Mal fragen. Jetzt machen wir dann noch eine kleine Pause, dann geht's weiter und am Grillplatz sehen wir uns wieder. So, jetzt sind wir durch. Durch den wunderbaren Klamm sieht man, glaube ich, ein bisschen abgerockt sind wir. Boah, ich bin patschnass. Jetzt hatte mal wieder mein typisches. Guckt euch mal das Wetter. Ist das geil? Oder ist das geil? Ja, aber bei 31 Grad ist es nicht mehr ganz so geil. Das hat man noch nichts ausgemacht, aber dann ist es wohl gekommen. Und sofort ist es Spülwoche. Und genau das ist was. Oh, das geht mir neu wie ein Hefezopf. Ich bin batschnass. Und deswegen ist ja gerade gut, dass wir endlich da angekommen sind, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Jetzt machen wir es uns erstmal gemütlich. Und dann erstmal ein paar Dinge zeigen. Oh, da war schon jemand da. Hat Feier gemacht und nicht richtig ausgemacht. Ja gut, das macht hier aber nichts. Wie man sieht, einmal unsere Feuerstelle. Das Waldfische ist auch da, freut sich schon, gell? Und Susi Outdoor heute nicht so fit. Wenn ich abgelegt habe, ich und mein Biest wieder einmal. Da machen wir es erstmal gemütlich, kommen nochmal runter und dann gucken wir mal, wo wir noch Feuerholz herkriegen. Ah, nicht da vorne liegt. Heute haben wir aber richtig Klick. So, zieht es wieder zu. Ist auch ein fürchterliches. Ah. Diesmal sind wir ja geschützt. Wir können uns auch noch da neu verziehen, wenn es sein muss. Notfalls stelle ich so einen Bogen da neu. Dann bleiben wir da hin hocken. Scheißegal. Das Witzigste an der Hütte finde ich eigentlich immer noch, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Hier, Trinkwasser. Gehen wir weg da bitte. Kein Trinkwasser, Trinkwasser. Und das andere haben wir überheert. Warum sagen Menschen pisswarm? Pinkeln die sich über die Hände? Oh, was ist nur los? Ja, ne, ist klar. Also, wie gesagt, ich lege jetzt mal ab, richte mir mal zeigen und dann werden wir uns mal hier richtig gemütlich machen. Ne? Bis gleich. Und der größte Witz an der Geschichte, die Leute sind ja bestimmt hergekommen mit Getränkeflasche und so weiter. Ne? Und wie ich euch schon gezeigt habe, haben wir hier Trinkwasser, ne? Und auch normales Wasser, Brauchwasser, was man ohne Probleme auch mal ein bisschen unnötig verschütten kann. Ne? Kann dann jetzt Problem sein. Er war die Flasche nehmen, fülle, ein bisschen drüber schütten, Problem gelöst. Nee, es gibt hier halt oben die Regel, kann nichts passieren. Meine Fresse. Wo ist denn dein Stock? Oh, aber für das haben wir jetzt. Schön lecker Grille. Ich weiß gar nicht, ob ihr was seht hier. Der Papa hat deinen Stock geklaut. Ja. Oh. Und was hab ich gemacht? Den Stock ins Feuer geschmissen. Wie kannst du gucken, wie sie guckt? Wenn ich Brennholz brauche. So, jetzt gucke ich mich mal. Jetzt kümmere ich mich mal ein bisschen ums Feuerchen. Puh, das Witzige war ja, wir haben kein Beil dabei. Ach, gut. Gibt keine Probleme, gell? Gibt nur Aufgabe. Wer sitzt denn da? Oh, die Waldfee. Und was sagst du dazu, dass das Feuer noch an war? Das ist überhaupt nicht gut. Ja. Du als Waldfee musst schon mal jetzt aufpassen da. Das ist nämlich dein Aufgabejob.
Aufgabenjob. Was machst du jetzt? Mein Stock schnitzen für Stock. Oh, mit einem coolen Schnitzmesser, gell? Aha. Kannst du das schon? Und von meinem Selfie-Stick gibt es auch noch ein Dingsda-Bumster. Dingsda-Bumster? Mensch, Review? Ja. Oh ja. Ich habe nämlich einen Selfie-Stick gekriegt vom Papa. So, meine Frau, Mensch, ich muss mich wieder allein ums Feuer kümmern. Das ist unglaublich. Da will ich noch ein paar Sachen ausprobieren. Immer wieder musst du immer zwischen neu funkeln. Was soll das? Du kannst ja Papiere holen. Du bist ein Klasse. Hat so gut gemacht. Müssen wir ja auch mal sagen. Ne? Jetzt, warum muss der auch immer da sein, wo ich bin? Ja, jetzt gibt es gut lecker Feuer, dann gibt es gut lecker Grilli-Grilli. Steki und Brotwürst und Stockbrot. Jetzt wird das alles noch cool, was wir beim letzten Mal nicht machen gekannt haben. Herrlich! Brennt! Lass mal das mal noch ein bisschen runterbrennen, weil da lege ich noch ein, zwei Brocken drauf. Damit wir Glut haben zum Grillen. Ja, so muss das sein. Aber jetzt muss ich mal vom Feuer weg. Ah ne, ist gerade mal richtig schwindelig geworden. Boah. Alter Schlappe, ist das jetzt heute. So. Ach, ist schade, herrlich. Da kann man es aushalten. Ich glaube, ich stelle mal den Bonk durch, ja, natürlich. Alter Schlappe, ist schon wieder schwindelig. Schwindelig. So, sitzen wir da und warten, bis die Glut da ist. Und dann wird herrlich gegrillt. Gell, mein Schatz? Hast du schon mal angefangen? Hast du schon gemacht? Stockbrot. Verbrennt das Stockbrot? Das ist noch halb rot da hinten. Ja, den koche ich da hinten später. Den kochst du? Mhm. Hast du einen Topf Wasser dabei zum Kochen? Mhm. Oder durch den Grillen? Mhm. Ah, na, hopp. Na, schmeckt's? Das macht man aber nicht so vor der Kamera, ne? Welche das eigentlich? Hast du keinen Ausstand gewendet? Ich muss mal deinen Papa fragen. Und dein Hund oder Anhau weg? 2 Meter weg von der und schon flippt sie aus. Wo ist mein Mädchen? Wo ist sie? Hallo? Hast du die so kurz gemacht? Ah, die wollten mich vorne an der Grill, jetzt sind wir da. Ja, wo ist mein Mädchen? Ja, oh, du armes Mädchen. Haben die Mama dich angebunden? Hm? Oh. Ja, sag mal hallo, guten Tag. Sag ich, ich warte drauf, bis der Hund mir eine Antwort gibt. Dann habe ich es geschafft. Okay, oh, da ist gut. Oh, da ist es schön. Schade. Da bleibe ich. Da freut man sich auf Steaks. Ja? Ich meine, wir kriegen sie trotzdem hin. Aber guckt euch das an. Warum? Warum? Ich glaub's nicht, ehrlich. Der Rost, 2 mm über dem Feuer. Wenn das mal kein Brick jetzt gibt. Warum? Falls derjenige, wo das war, das Video sieht, du bist ein Vollidiot. Zwar redest du eine Sache, aber sowas, ehrlich. Meine Fresse, das krieg ich im Leben nicht auseinandergewickelt. Oh, naja, gut. Wie immer, Aufregen bringt nichts, gell, mein Schatz? Da stehen sie, die zwei Waldhexen. Seid ihr die Waldhexe? Ja. Bist du auch die Waldhexe? Die Waldfee. Ah ja. So Leute, die erste Brotwurst ist schon fertig. Mahlzeit. Ein Gedicht. Ich halte jetzt das, was du liebst. Gibt nichts Schöneres. Mhm. Wie beim Feuer gemachte Brotwurst, gell? Ja. Weißt du, war schon, Annie? Ja. Oh, da beißt sie neu. Lecker, schlecker. Okay. Wenn ihr eine wollt, kommt ihr gerade vorbei. Was meint ihr? Sind die Steaks durch? Oder sind sie nicht durch? War ja klar, dass sie jetzt ein bisschen schwarz werden, aber ist ja kein Weltuntergang. Ist uns egal, oder? Ha?
passt. Ein bisschen geschwenkt, der Schwenkgrill, und schon ist alles geschwenkt. Ja, jetzt warten wir noch ein bisschen, die Steaks sind auch gleich fertig. Kann man ein Bier vorbeibringen von euch? Habt ihr kein Bier? Hallo? Bier! Shit. So. Steak ist fertig. Panzermuckel, kannst du vorbeikommen. Lecker. Hast du auch schon dein Steak? Ja. Auch einen Rücken kann entzücken. Ja. Ja? Mhm. Noch kein Steak? Ja. Mal mehr. Oh. Brotwasch. Mhm. Ob mich heute noch mal heimkommen? Du weißt, ne? Stockbrot fliegt da auch noch rum. Meine Liebe. Heute geht's uns gut. Das Wetter ist auch noch cool. Alles im grünen Bereich. Ja. Ich würde sagen, ich esse jetzt mal fertig, weil ich glaube nicht, dass ihr mir beim Essen zugucken wollt. Oder Mensch, du? Ich mache euch noch einmal neidisch beim Kaffee. Wer will alles Kaffee? Wer will Kaffee? Ich. Okay. Kaffee, Kaffee. Abflug. Kaffee ist auch fertig. Wie sich das so kehrt. Man rutscht mir die Brille auf der Nase rum. Es gibt sogar eine Brust. Ich trinke gerne auf Eich. Ja? Mein Kindchen wieder. Ja, Kaffee. Zeig mal. Das ist Kaffee. Das ist Kaba. Ah, das ist Kaba. Sag mal was. Hallo? Nicht hallo. Sag mal was anderes. Wie war der Tag heute bis jetzt? Gut. Gut? Alter, bist du. Geh doch. Halt, stopp. Zeig dir mal, wie das geht. Guck. Also bis jetzt, Daumen hoch für die Tour. Der Klom, habe ich das letzte Mal schon gesagt. Super geil. Kann ich wirklich jedem empfehlen. Also mitunter die beste Tour, die wir eigentlich bis jetzt je gemacht haben. Wie gesagt, unter den besten drei. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Und, mal gespannt, wie es jetzt so weitergeht, weil wir machen ja jetzt ein klein bisschen andere Rund. Haben wir ja gesagt beim letzten Mal. Weil ich müsste mir ja schon wieder 10 Kilometer noch laufen. Und es ist schon wieder spät, das machen wir jetzt nicht. Ich habe die umgeplant. Machst du daneben. Oh, guten Tag. Hallo. Ja, ich habe die umgeplant. Dann können wir auch notfalls ein bisschen abketzen. Dann können wir uns hier ein bisschen gemütlich machen. Was fehlt denn? Review. Willst du ein Review machen? Ja. Oh, dann muss ich erstmal umschalten. Oh, meine Tochter zeigt erstmal was. Kleiner Moment. Also, Moment, noch nicht. So, jetzt. Jetzt. Also, Action! Also, das ist mein Selfie-Stick. Und den kann man so einklappen. Aha. Und den kann man so ausklappen. Und dann kann man hier die Teile, damit das Handy da reingeht, ausklappen. Aha. Man kann Bluetooth anschalten und damit dann ein Foto machen. Mhm. Man kann das auch rausmachen. Wie weit geht das raus? Zeig mal. Das Stativ. Das ist aber weit. Und man kann hier die... Das kann man noch auseinanderklappen. Oh, da haben Schießstelle, gell? Super. Stell mal hier. Komm mal. Zu klein. Aha, super. Und jetzt nimmst du mal hoch. Und wie bleibt das Handy da drin? Zeig mal. Machen wir das Handy neu. Oh, da bist du aber besser aus dem Bild gelatscht. Eben. So, jetzt. Machen wir das Handy neu, zeigen wir, wie das geht. Da kaputt das Ding. So geht das. Dann muss ich schon die Kamera heben. Also man muss das hier so und dann hochdrücken und dann so. Aha, toll. Und, wie findest du das? Gut. Super. Preis-Leistungs-Verhältnis, top. Ich weiß noch nicht mal, wie der Preis war. Und warum weiß ich das nicht? Weil du es mir nicht gesagt hast. Und warum habe ich dir das nicht gesagt? Weiß ich doch nicht. Weil es ein Geschenk war, oder? Ja. Also... Ah, da machen wir was mit. Ich blute.
Also, wenn euch das Review gefallen hat, ne, gebt mir mal einen extra Daumen hoch. Ja? Ich blinke immer noch. Und bitte in die Kommentare ein schönes paar Worte für die Waldfee. Gell? Waldfee war doch richtig, oder? Ja. Ich will immer Pfalzfee sagen, gell? Ja. Papa hat einen Ladeschuss, gell? Ich blute immer noch. Du blutest. Stell dich bis ins Feuer, da hört es auf zu bluten. Wer ist dafür, dass wir so ins Feuer heben ein bisschen? Daumen hoch. Es läuft. Also wie gesagt, wenn es euch bis jetzt gefallen hat, extra mal jetzt schon einen Daumen hoch, weil mein Kind sich so Mühe gegeben hat, euch ein schönes Review zu machen. Ne? Wenn ihr denselben Stick haben wollt, dann guckt mal gerade selber, wo es den gibt. Bis gleich. So, unsere gediegene, ausgiebige Pause ist rum. Boah, wir sind totgeschwitzt. Unser Platz ist sauber. Auch hier im Schatten, sauber. Wasser ist ausgedreht, so wie sich das kehrt. Und selbstverständlich brennt unser Feuer nicht mehr. Gelöscht, weil es war ja genug Wasser da. Ja. Jetzt geht's weiter über Abketzung. Und, Fräulein, ja. Wie war der Platz? Schön. Also genial, ja. Nicht schön. Jo, dann halt den. Nochmal ein kleiner Rückblick. Guckt euch den Platz an. Ist das geil oder ist das geil? Da könnte man glatt auch mal ein Treffen machen. Das wäre mal eine Idee. Und man darf übernachten. Und man darf übernachten. Und das Allerbeste ist, auf der Wiese könnte man ein Zelt aufbauen. Ja, nee, ist klar. Willst du noch meine Meinung hören? Das war mal klasse. Ne? Willst du noch meine Ja, wenn du drauf bist. Okay. Also. Halten wir das mal fest, weil man kann von da oben sogar mit dem Auto herfahren. Ist auch erlaubt. Das gehört alles zur Stadt. Also echt. Ohne Scheiß. Was soll ich denn da noch sagen? Das ist einfach nur geil. Da oben kann ich mit dem Auto runter tun. Da kann ich den Schrank aufmachen. Da kann ich das Auto hinstellen. Ja, nee, ist klar. Das einzige Blöde ist, eine Hängematte hängen wäre das Problem. Und vielleicht sollte man sich Holz mitbringen. Ich weiß nicht, ob so viel Holz da ist. So, muss ich jetzt mal gucken, wo hier. Okay. Also wir müssen jetzt mal gucken, wo wir lang müssen, weil wir machen jetzt doch eine Abkürzung noch einmal. Weil, ja, schon spät. Aber egal. Es ist. Aber wir sind ein bisschen fertig mit der Welt. So. Und was, Mensch, jetzt zu dem Platz? Es ist 19. Das wollen wir nicht wissen. Und ich finde diesen Platz sehr schön. Und wir haben ihn sauber hinterlassen und er ist geil. Geil. Mich jetzt an. Geil. Komisch, wo die das herhaut. Ha? Wo ist denn das her? Keine Ahnung. Du bist eine Knotze. Hallo, ne? Okay, geil. So, jetzt laufen wir natürlich wieder, wie immer. Erst mal den Berg auf, ne? Ich muss jetzt gerade mal gucken, wo es lang geht. Beino! Ja, mal wieder falsch gelaufen. Aber wie es so ist, guckt euch das an. Und wie immer sieht man ja die Steigung nicht. Aber man hört es bei mir. Geht natürlich wieder volle Kanne hoch. Aber schön. Ist ja nicht so, dass es gerade mal 15 Grad wären. Ne? Nö. Wir haben immer noch 30 Grad. Oh. Und da geht es mal richtig hoch. Leck mich am Arsch. Ey. Abkätzung ist eine gute Idee. Hm. Ja, ne, ist klar. Kann man machen. Muss man aber nicht. So ist es. Wie gefällt dir das gerade? Ja, ja. Ich habe sowieso Probleme mit der Luft. Die hat gestern einen leichten Hitzeschlag gehabt und jetzt hat sie noch Kreuzweh. Vor ein paar Jahren hat es noch eine Abwrackprämie gegeben. Verflucht nochmal, hätte ich nachher zugeschlagen. Ja. Sogar mein Hund ist fertig mit dem Bewegen. Also die Tour, wie gesagt, kann ich wirklich einfach nur empfehlen, aber Ausdauer braucht man. Zumindest muss so im mittleren Level.
muss man jetzt nicht topfit sein. Man kann ja genug Pause machen. Bänke gibt es da ohne Ende und Pausemöglichkeiten. Am Klamm selbst ist es auch schön kühl. Kann man auch machen. Aber egal wie rum, dass man läuft. Wir laufen ja immer oben rum, also von oben nach unten. Aber dann muss ich ja wieder hoch. Nur hier ist es halt einfach ein Weg hoch. Und dann über der Klamm sind es halt viele Treppen und Leder, die man hier im ersten Teil sieht. Muss man sich nicht unbedingt geben. Aber im ersten Teil sind wir ja relativ schnell zurück, weil es so spät war und wir sind total fertig. Und haben in der Abkürzung noch eine Abkürzung gefunden. Haben wir uns einen kompletten Berg gespart. Das war mir natürlich nicht schlecht. Da sind wir die Leiter nicht hoch und so. Das macht schon was aus. Aber den Buckel hier, ich bin auch froh, wenn ich in Ohr bin. Oh, ist das geil. Also hier ist echt ein Hammerwald. Einfach nur geil. Okay, da liegt der Blei. Bauplan oder irgendwas? Keine Ahnung. Einfach nur geil, der Wald. Herrlich. Was meinst du zu dem Wald? Gut, sehr gut. Die habe ich nicht gemäht. Schön. Schön. Ich habe die Großwaldfee gemäht. Ah, das Café mehr. Ich krieg gerade keine Luft mehr. Da geht es aber gerade wie mir. Gott sei Dank haben wir alles gefuttert und fast alles getrunken. Dort hätten wir noch Wasser auffüllen können, da ist sogar Trinkwasser. Das war sogar kühl. Cool. Ach, gut zu wissen. In Zukunft nehme ich doch nicht mehr 5 Liter Wasser mit. Das Problem ist halt, Kind, Hund, ja, und ich. Meine Frau nimmt ihr Zeug selber. Manchmal nimmt sie noch von der Hund und ich fürs Kind oder umgekehrt. Boah. Ist einfach nur krass. Man braucht schon bei so Temperaturen 2-3 Liter Wasser Minimum. Und dann brauchst du noch 1 Liter zum Kochen, wenn ich Kaffee will. Weil Corona-Kaffee ohne mich. Zack, 4 Liter. Dann noch 1 Liter für den Hund. Meine Frau noch 1 Liter für den Hund. Und dann noch mal 2 Liter für das Kindchen. Ja, ne. Da hat man Spaß. Ich glaube, ich muss mich mit dem Thema Wasser viel auseinandersetzen. Leck mich am Morsch. Jo. Mein Hund. Die habe ich ja auch mal am Gürtel fest. Ich habe da so einen speziellen Gürtel. Ich drehe mich mal so rum. Von einer guten Firma. Vielleicht mache ich demnächst mal so ein kleines Mini-Review. Da hatte ich einen Materialfehler vom ersten Gürtel. Beziehungsweise der hat sich relativ schnell aufgelöst. Zumindest mal das Haft und das Flausch, was da dran genäht war, war relativ schnell kaputt. Und habe dann aber gemerkt, es war ein Nähfehler. Also war irgendwo neben ausgenäht oder so. Kommt ja auch mal vor. Habe den aber dann geschrieben, sogar nur über WhatsApp. Und habe innerhalb von 3 Tagen einen neuen Gürtel gehabt. Also muss man ehrlich sagen, top. Und dann kostenlos, ohne Versandkosten, ohne was. Ich habe ein paar Bilder geschickt. Das ist ratzfatz gegangen. Das nenne ich Kundenservice. Sowas. Kennen sich schon manche andere was abschneiden. Wo ihr Zeug verkaufen für ein Schweinegeld und dann ist es nur Schrott und dann kriegt man es nicht umgetauscht. Da kenne ich so ein paar Firmen. Von daher denke ich, ich mache mal so ein kleines Review einfach auch als Dankeschön für die Firma. Wenn es euch interessiert, könnt ihr das immer neu schreiben. Der Gürtel hat die Cobra-Schnalle oder wie das heißt. Ist gut belastbar. Theoretisch könnte man sich mit abseilen. Ich habe dann noch so einen zusätzlichen O-Ring drauf, beziehungsweise einen D-Ring, wo ich mein Hund drauf bin. Und zwei kleine Tasche, die ich mal so billig Format gekauft habe. Das ist billig, so billig waren sie gar nicht. Oh, dann habe ich im Prinzip immer so einen Notgürtel, so eine kleine Nottasche, wo so Pfeife, ein bisschen Feuer zu machen und was man so braucht, ein bisschen Verbandszeug und so.
falls ich mal irgendwie den Rucksack stehen lassen würde und müsste, was weiß ich, fall dort die Klippe runter oder so, und dann habe ich einen Gürtel und habe immer noch Material dabei, wo ich mal dann vielleicht mal über ein paar Stunden, über ein paar Stunden den Tag retten könnte. Oder wie man das jetzt sagt. Der war wieder gut. Ja. Und dann habe ich noch so kleine Taschen, da habe ich so ein bisschen Klärzeug drin, Brille, Putztuch und so Fett. Desinfektionsmittel, glaube ich. Eine Mülltüte natürlich, die habe ich immer dabei. Minimum eine. Ich habe eigentlich immer eine Mülltüte, eine Biotüte dabei, wo sich selbst auflöst. Habe aber auch noch diverse Frierbeutel dabei als kleine Mülltüte und habe auch Hundetüte immer dabei, so Rolle. Ich meine, im Wald mache ich jetzt die Scheiße auch nicht weg. Kann man sich drüber streiten, aber ich möchte jetzt gerne 50 Kilometer in einem Wald marschieren und dann die Tüte mit mir rumschleppen. Ja, aber wie wir ja jetzt gesagt haben, wenn das ganze Corona-Gedöns mal vorbei ist, wollen wir ja auch vielleicht mal des Öfteren Müll mitnehmen im Wald. Wo im Moment bin ich jetzt ein bisschen, ich weiß nicht, man weiß ja nicht, wer das vorher in der Hand gehabt hat und was der damit gemacht hat. Deswegen mache ich es ungern. Also klar, wenn ich jetzt wie auf der Hütte sehe, der da liegt jetzt Dreck und daneben draußen Mülleimer, das ist jetzt kein Thema, aber dass ich dann, was weiß ich, Tempos aufsammeln oder so, wo ich eben nicht weiß, was da drin war, jetzt in der Zeit sowieso nicht, eigentlich sowieso nicht, aber jetzt bei der Zeit erst recht nicht. Wobei ich jetzt schon gesagt habe, normal müsste man noch so einen Gummihandschuh mitnehmen. Ja, da kann man ja mal den Ende oder andere, oh Mensch, irgendwas ist immer am Arsch, den Ende oder andere Müll mal mitnehmen. Ne? Ist ja nicht so schwer. Oder auf jeden Fall, wenn ich mal euch verwische, wenn der Müll in den Wald schmeißt, die Waldfee, die kommt und dann gibt es gnadenlos Ärger. Warte, ich zeig's euch. Waldfeesche, ich muss dich mal was Endschaftes fragen. Ja. Du bist ja verantwortlich für den Wald, du bist ja die Waldfee. Was machst du denn, wenn einer erwischt, der Dreck in den Wald schmeißt? Dann schimpf ich. Gibt's mal richtig Ärger, oder? Ja. Gnadenlos. Und ich rufe den Förster. Förster an. Ja, das ist Quatsch. Ist der Förster so, ist der schon längst fort. Das geht nicht, das bringt nichts. Aber der kriegt einen Arschschieß, oder? Ja. Aber ein gewaltiger. Ja. Dem dreht ihm in den Arsch, oder? Ja. Aber gewaltig. Prügerei. Ja, auch eine Pfeife dabei. So, Pfeife mal. So, rote Karte für all die, die den Scheiß in den Wald schmeißen, oder? Mhm. So ist es. Genau so ist es. So geht es. Habt ihr das gesehen? Also, aufpassen. So, ich habe zu meiner Frau gesagt, da hinten in die Kurve und dann geht's gerade. Ich zeige euch mal was. Bist du entzückt? Ja, sehr. Die Kurve. Nicht die Kurve, sondern vor ungefähr einem Kilometer die Kurve. Und es geht immer noch steil hoch. Aber versprochen, die nächste Kurve wird es gerade. Ja, ja. Versprochen. Ja, ja. Ich weiß nicht, warum die mir nichts glauben. Nicht einfach machen, leben in der Lage. Nicht rumjammern, wird es nicht besser. Und du sowieso nicht. Ich quassel zwar immer so dumm vom Wege, da geht es schon wieder hoch. Aber eigentlich ist mir das egal. So, guckt euch das an, was da abgeht. Jetzt habe ich schon zwei freie Instagrams. Ach du lieber Gott, ich habe dir gleich gesagt, ich mache ein Konto. Jetzt geht's los, jetzt ist vorbei. Videos willst du auch machen. Mal gucken, ob ich mal zwischen euch was neu schneiden kann dann. Also Leute, wenn ihr irgendwie einen Megawald erleben wollt, der zu 95% noch gesund ist, boah, dann müsst ihr da herkommen. In die Pfalz, in der Erbachklamm, bei Bobbert. Kleiner Tipp, Komoot suchen, Erbachklamm, kommen glaube ich 7 Touren, von 11 Kilometer bis, ich meine 20 Kilometer. Wir haben das letzte Mal, ich glaube 80 Kilometer Tour, wobei, wie gesagt, haben wir abgebrochen, sind zurückgelaufen. Da hatten wir dann nur 10, 11. Es war halt einfach zu spät mit dem bescheuerten Stau. Und heute haben wir, ich glaube auch 12, 13 Kilometer.
War aber extra so geplant, weil wir gewusst haben, da an der Feuerstelle bleiben wir ein bisschen länger. Denke, mir wäre es egal, wenn es hier dunkel wird. Ich habe Licht ohne Ende. Und der Weg ist ja jetzt einfach, da ist ja nichts zum Klettern oder sonst irgendwie, wo man dann was gefährlich werden könnte. Aber ehrlich, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Und ich habe jetzt bloß so komisch da hochgeguckt, weil ich eben gerade gedacht habe, da rennt der Reh. War aber nichts. Also, wir quälen uns jetzt noch den komischen Buckel da noch. Mal schauen, wie lange es noch hoch geht und dann melde ich mich wieder. Sind wir aus dem Waldhaus. Gerade mal so 5 Meter aus dem Waldhaus. Und schon batscht uns wieder die Sonne so dermaßen auf die Birnen. Alle. Guckt euch das an, da geht es jetzt lang. Aber trotzdem, affengeil. Siehst du, was da vorne drin hockt? Da sitzt ein Reh. Schade, dass ich es euch nicht zeigen kann. Fuck. Also abschließend zu der Tour. Ich finde sie eine von der besten. Minimum auf Platz 3. Weil wie gesagt, da gibt es noch einen Klettersteig, der ist auch nicht schlecht. Und dann gibt es noch mal so einen Höhlenpfad, der ist auch nicht schlecht. Aber die kehrt da dazu. Ich würde sagen, die geben sich alle drei nichts. Die sind gleich stark, denke ich. Was meinst du? Ja. Die hört gar nicht richtig zu, weil die muss Instagram. Und was sagst du zu der Tour, mein Schatz? Also, als erstes kommt auf Platz 1 Allgäu und dann diese Tour. Ich habe gesagt, also hier in der Pfalz, habe ich das nicht gesagt. Bei uns die Tour, habe ich gesagt. Allgäu ist auf einem ganz anderen Blatt, das gehört nicht dazu. Okay, also ich finde diese Tour sehr gut und auch einer von den zweitbesten. Und ja, und die Klettersteige sind immer noch die coolsten. Die Klettersteige? Ja, das sind ja keine wirkliche Klettersteige gewesen, es waren mehr so Steigleitern und so Sachen, ne? Ja, aber es ist trotzdem cool. Klettersteigen machen wir noch in einem Bobat. Auch hier. Da brauchen wir aber Ausrüstung dafür. Kann man sich aber leihen. Das machen wir auch noch. Ne? Wollen wir es dieses Jahr noch machen? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Vor hatte ich es eigentlich. Gemeinsam mit meinem Kumpel. Ob es was wird, schauen wir mal. Wenn nicht, mache ich es halt allein mit meiner Frau. Ja. Und ich? Und mit dir. Jetzt mal was gucken, wo wir den Hund hier tun. Entweder musst du außen rumlaufen oder deine Mutter? Papa. Ja. Willst du? Außen rumlaufen. Ja. Du mal zu der Oma. Und wieder mal. Guckt euch das geile Wetter an. Jetzt sieht es nicht mehr so schön aus, aber es ist gerade angenehm für uns. Gell? Also, wie gesagt, jetzt machen wir den Abschied. Das Geplänkel muss ich jetzt nicht sein. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch auf jeden Fall. Ne? Wie immer, nicht vergessen, die Glocke aktivieren. Und wenn ihr ein Abo da lassen, erste Sahne. Wir haben es bitter nötig im Moment. Ja, in diesem Sinne. Ne, halt. Aber was vergessen. Tschüss. Und was sagst du? Ablo? Nein. Sagst du? Tschüss und Tschüssi Küssli. Tschüssi Küssli. Also, wie gesagt, nicht vergessen. Und Servus. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, die Pfalzwölfe unterwegs. Ich wünsche euch was Schönes. Schönes Restwochenende. Ciao.